Mit dem offiziellen Spatenstich am 27. Februar haben in der Kreisstadt Bauarbeiten an der Regenbogengrundschule begonnen. Entstehen soll ein barrierefreier Anbau mit Klassenräumen in der Größe von 70 Quadratmeter. Ausgelegt ist die Schule dann für rund 540 Mädchen und Jungen. Mit Stand 2020 lernten an der Johannes-Jahr-Becher-Straße ca. 380 Kinder. In den Anbau fließen rund 14 Millionen Euro, so die Stadtverwaltung. Eingeweiht werden soll das neue Gebäude voraussichtlich im Schuljahr 2025/26. Die Zahl der Klassen pro Jahrgangsstufe steigt dann von 3 auf 4.